It's your boy Skinny P, willkommen meine Damen und Herren zu einem weiteren CSGO Overwatch. Nach tausenden von Spinbottern ist hier endlich mal einer, guckt euch das an, mit einem Wildfire und Handschuhen. Bis jetzt habe ich noch nicht mehr gesehen, aber wer so auf die Fresse bekommt, hat bestimmt noch andere Skins am Start. Ich glaube, war da eben noch eine Pistole am Start? Hä? Ich hab's gerade nicht genau gesehen. Die AUG auch wundervoll. Wundervoll. Momentum, ich weiß nicht genau, ob die viel kann. Achso, ja, ich habe jetzt mir das Menü gar nicht angemacht. Bezüglich seines Movements und so weiter, will ich hier direkt sagen, er hat ganz gut bei A reingeschaut. Ah, da war sie doch. Eine Kill-Confirm, glaube ich, oder? Gottes Willen. Er hat schon bei A reingeguckt und ist gar nicht wie sonst. Alter, er hat ja alles beskinnt. Guck dir das an, Justice. Er guckt hier unten jetzt in... Also er guckt nicht rein, aber er stellt... Okay, komm, ich geh hin. Er stellt sich close hin und macht hier vollkommen normale Sachen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schön das ist, endlich wieder einen zu sehen, der, naja, entweder brutal hidet oder zumindest ja, nichts Krasses anhat oder vielleicht sogar komplett ohne Cheat spielt. Also das sage ich jetzt einfach nur so, aber wäre natürlich geil, ne? Er wartet die ganze Zeit hier. Die letzten, keine Ahnung, 8 Milliarden Overwatches waren es so, dass wenn jemand nicht reingebottelt hat, reingedreht hat, beziehungsweise Anti-Aim und was weiß ich alles hatte, dann war zumindest, ja, halt recht schnell ein Vision Assist meistens schon in der ersten Runde zu sehen. Gut, die erste Runde war jetzt hier bei uns im Fall nicht... Woodpecker, uff, war bei uns nicht lange. Wir gucken mal ganz kurz rein. Er steht hier 919 und Woodpecker mit 717 hat ihn genudelt. Ja, die Gegner haben hier diesen Toaster am Start, der richtig am Reinschwitzen ist. Ah ja, ja, okay. Hat er da durch die Wand geguckt? Ich weiß es nicht genau. Komm schon, jetzt mach bitte keinen Scheiß und fang vor allem nicht an, dich zu drehen oder sowas. Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Es sind jetzt zwar nicht überkrasse Skins, aber die, die wir schon gesehen haben. Die Wildfire hat wie viel? 40, 50 Euro? Die Handschuhe... ich weiß gar nicht, was die wert sind. Das sind doch, die haben doch hier Dingenskirchens drauf, ne? Diese, ihr wisst schon, da ist Benzin drüber gelaufen. Also, die können sicherlich auch einiges an Geld reinfahren für ihn. Die AUG, die Momentum, bestimmt auch ein paar Euro. Die Kill Confirmed, je nachdem, in was für einer Condition die vorliegt, kann die richtig, richtig teuer sein. Ja, er ist jetzt hier gegen den letzten. Toaster. Na, es ist Toaster. Okay, jetzt. war das hier ein Bunny Hop? Ich hab's gerade nicht genau gesehen. Aber es schien so, als wenn, ja, ich glaube, Toaster hoppt hier gerade die ganze Mitte runter. Ich weiß nicht, ob er jetzt in dem Fall durch die Wand geguckt hat, also unser Suspect hier, weil es sah zumindest kurz danach aus, hat er immer wieder auf Mitte geguckt, auch gerade wieder nach hinten geguckt, obwohl seine Mates da stehen. Aber er ist trotzdem sehr fokussiert in die Richtung. Also ich will ihm mal noch nichts unterstellen, aber es sieht ein bisschen danach aus, aber mit den Skins reinschieben, nee, oder? Klar, wir hatten schon Leute mit Knives, die gebannt wurden, weil sie reingeschiedet haben. Ich weiß. Aber ich habe jetzt halt so lange. Ich habe... Alter, Falter! Da ist die Kill-Confirm, der Skin muss kurz nachladen. Ich habe jetzt so lange eben nur Spinbotter oder halt Scheißfälle gehabt. Ja. Dass das jetzt... Na, jetzt macht er irgendwas. Wow! Alter, er hat gerade wie so ein... Ich weiß, dass das natürlich nicht geht. Also so eine Art Skin-Changer. Das ist ja immer noch Client-Sided. Das funktioniert bei mir nicht. Aber die Skins laden voll spät erst nach. Das war jetzt bei der hier und bei der AUG vorhin, glaube ich, auch. Die AUG hat vorhin, glaube ich, ein paar Sekunden gebraucht, bis die drauf waren. Ich habe die einmal kurz ohne Skin gesehen. Jetzt sehe ich sie mit Skin. Also er deckt hier A ab und spielt richtig, richtig. Eben nicht wie halt ein Cheater, der weiß, wo überall alle stehen. Sondern er hat wirklich jetzt nochmal ganz genau geschaut bei A, ob da nicht einer nachkommt. Der da oben ist vielleicht angesagt, in Leather Room, da habe ich aber auch nicht genau auf die Karte geguckt. Ich habe eben kurz in die Aufnahmegeschichte geschaut. Ist er vielleicht ein Anti-Cheater? Also ist er einfach schlecht? Hat er den gar nicht gerafft? Da ist doch... Hä? Der war doch voll sichtbar für ihn im Window. Okay, er will jetzt über Window rein... Okay, da war, ich sag jetzt einfach mal, ein kleiner Demo-Fehler. Ihr erinnert euch vielleicht noch, vor 2, 3 Overwatches hatten wir hier einen mit einem Movement-Cheat, Movement-Hack, wie auch immer. Die verlieren aber komplett. Er kriegt ja gar nichts. Also er kriegt schon ein bisschen was gebacken, aber Toaster. Ich denke, Toaster hat wahrscheinlich an. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hat Toaster an. Weil der holt ja jedes Mal die Runden weg. Pass auf, oben rechts kommt er in Palace. Achtung, und? Unser Mate ist... Oh, Toaster hat nicht getroffen, ich weiß es nicht.
Toaster killt seinen Mate. Und... er hat es versucht, aber es hat nicht sollen sein. Bis jetzt bin ich wirklich verzaubert von ihm hier. Er knifft sogar den Fernseher. Nee, es kann kein Cheater sein. Also wer einen Fernseher knifft, das ist unmöglich. Habe ich hier tatsächlich nach Jahren der Kackhaftigkeit... bin denn legit? Es wirkt so. Also wenn er jetzt nicht gleich volle Pulle anmacht, ist es legit. Easy. Gucken jetzt mal, ob er auf A ist. Na, jetzt laufen sie los, die oben hier, die Boys. Die CTs. Macht er jetzt... hier, okay, der Toaster ist auch nicht da. Toaster ist, was weiß ich wo, nur nicht auf A. Das heißt, sie könnten wohl drauf. Schöner Schuss. Aber wenn Toaster kommt, ist er weg. Ja, sieht gut aus. Und da ist noch eine Big Iron am Start. Ich glaube, die kann auch ein bisschen was finanziell einbringen, wenn man die verkauft. Ist das da hinten Toaster? Der hat einen Revolver. Das ist 100% Toaster. Der Drecksack. Schnell. Guck ihn dir an. Ah, nee, das ist er nicht. Das ist Whale. Der Whale ist es. Oh nein, er ist in seinem Nacken und er merkt es nicht. Oh, aber die Scout-Schüsse sind drauf bei ihm, ne? Die sind richtig drauf. So, und eine Stashrack MP7 Platzsport, mit der er sogar einen Kill macht. Zwar recht holprig, aber es ging. So nah ist auch weg. Ist eigentlich... Toaster lebt noch. Also die Runde wird wahrscheinlich auch wieder komplett, ja, im Nichts verlaufen. Weil Toaster halt am Ende, der mittlerweile schon bei 36 Kills steht, ja, die Frags halt zieht. So Leute, und jetzt machen wir bei der Bewertung natürlich Folgendes, dass wir ja ihm gar nichts drücken, würde ich sagen. Also, wenn ich hier drüber schaue, Griefing sowieso nicht. Da war gar nichts. Null. Aim Assist auch nicht. Other... gut, da muss ich vielleicht auch zugeben, ich habe nicht so ganz drauf geachtet, was Bunny Hops und sowas angeht. Da achte ich generell sehr selten drauf, obwohl ich es bei dem anderen wiederum, bei Toaster ja gesehen habe. Der hat bestimmt angehabt, hundertprozentig. Ja, Vision Assist ist jetzt halt die Frage, ne? Also er hat, ich konnte durch sein Umgeschau immer wieder gucken, ja, da, wo der Feind halt ist. Und ich konnte sehen, dass der Feind auf Mitte zum Beispiel rumbunnyhoppt, weil er immer wieder so komisch geguckt hat. Aber er hat daraus gefühlt null Vorteil gehabt. Er hat nie einen Kill so bekommen. Er hat sogar einmal, als ein Gegner direkt vor ihm stand, ihn mehr oder weniger übersehen und dachte, das wäre sein Mate wahrscheinlich. Und hat dann erst später angefangen zu schießen. Die Sache in Palace oben, wo er halt da auf die Corner geaimt hat, da war der Gegner angesagt. Das war ja Toaster mit seiner AWP da oben drin und den hat er auch nicht gekillt. Also ich sag hier einfach mal, ja, da gibt's auch nichts. Das war jetzt tatsächlich... ich hoffe, ihr stimmt mir da alle zu. Ein Legit. Also der hat für mich, da war nichts erkennbar. Der hat einfach clean gespielt, komplett, also verloren halt, weil er gegen den Cheater gespielt hat. Ich weiß nicht, warum er im Overwatch drin ist. So, was hatten wir vor Jahren schon ein paar Mal. Klar, dass halt dann doch irgendwie mal ein Reportbot oder sowas durchgeht und jemand ins Overwatch reinkommt. Ja, aber das war jetzt halt Kecko-mäßig. Da war nichts. Dann hau ich ihm das so rein, Submit, Sodele, und wir sehen uns dann gleich im Livestream, falls ihr Zeit habt, ab 18 Uhr. Wir streamen dreimal die Woche fest, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Jetzt ist dann gleich wieder Stream mit Giveaway, Viewgame und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr schaut rein. Vielen Dank auch für die Kommentare, vielen Dank für die Likes und vielen Dank fürs Reinschauen. Und falls du eben Zeit hast, bis gleich im Livestream. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.